Okay, also ich begrüße euch alle. Ich brauche mich, glaube ich, nicht groß vorzustellen. Ich mache das hier seit 36 Jahren. Bassgeige mit etwas Kleinkunst, Kultur, Jazz, Lesungen, ab und zu Kabarett oder eigentlich alltägliches Kabarett. Ich sprach Ralf eines Tages an, ich sage, Mensch, mach doch mal so ein paar Fotos von meinen Jazzkonzerten hier. Und ich hatte früher schon auch professionelle Fotografen, die das mal gemacht haben, auch so als Dokumentation, ne, so als Erinnerung. Und dann fingen wir vor etwa 2 Jahren damit an. Und dann hab ich die Fotos gesehen. Und ich kenne wirklich also viele Fotos von den angesagten Jazzfotografen wie William Claxton, Francis Wolff, wo immer die eigentlich fotografiert haben, wo der Protagonist, der eigentlich, ob es ein John Coltrane oder Miles Davis war, vorrangig ins Bild gesetzt wurde, dass er auch erkannt werden konnte. Und Ralf hat ein paar Fotos gemacht, die hier so sind. Ne? Da ist eine Intensität und ein Aktionismus drin. Die sind eigentlich, also ich betrachte die als einzigartig, als unglaublich. Ne? Und das hat mich natürlich motiviert zu sagen, wir hatten das schon mal im Gespräch mit den eigenen Arbeiten von Ralf, also seinen eigenen kreativen Sachen, habe ich gesagt, komm her, wir machen einfach hier, wir müssen das so ein bisschen öffentlich machen.